Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Silver Susum. Ja, ich weiß, LS19 ist schon lange draußen, aber egal, es gibt immer noch Folgen. Ich produziere gerade schon im Voraus, da ist noch LS19 noch nicht draußen, also gibt es jetzt noch Folgen. Ich weiß nicht, wie es die anderen YouTuber machen. Ich werde nochmal einen Kollegen fragen, mit dem ich zusammenarbeite, der hat auch einen YouTube-Kanal, was er mir raten würde. Ob wir die Folgen doch weiterhin machen oder warten müssen, oder wir lassen LS19 vielleicht nebenbei laufen. Sehen wir dann. Auf jeden Fall lasse ich dieses Projekt nicht abrupt einfach enden. Vielleicht, wenn wir sagen, ich habe LS19, dann können wir sagen, so, jetzt ist Schicht. Wir gucken an, was wir geschafft haben. Machen so eine kleine Folge, wo wir alles verkaufen vielleicht. Müssen wir mal sehen. So, hier fahren wir um. Ach, guck mal an. Unseren Trecker, den wir gerade losgejagt haben. Den wir jetzt natürlich nicht überholen können. So. Leute, jetzt. Jetzt wird es gleich ein bisschen kriminell. Erstmal den abstellen. Du kannst mit. Dich können wir direkt entlassen. Zack. Dann machen wir gleich mal Händlerhof. Du kannst mal die neue Schaufel mitnehmen. Müsstest du ja eigentlich schaffen. Ja, sehr schön. So. Einstellen. Ja, du musst blockiert werden. Ich fahre schon raus. So. Und dann fahren wir mal in eine Werkstatt. Konfigurieren. Zack, passt. Das müssen wir nur einmal machen, ne? Konfigurieren. Hä? Wenn man das noch einmal kauft, dann reicht das doch. Okay. Naja, dann nicht. So. Dann fahren wir mal raus. Und dann mieten wir uns. Dann holen wir halt nochmal ein paar Ferkel mehr. Dass wir ein paar Ferkel wenigstens im Stall haben. So. Garage. Mieten. So wie er ist. 5000 ist okay. Wow, ist das ein Geschoss. Bin mal gespannt, wie viel Ferkel wir hier reinkriegen. So, wow. Da brauchen wir mal ein Foto. So. So, und... Schieß! Fotos gemacht, sehr schön, und dann können wir starten. So, jetzt mal gucken wir mal kurz, wie ist denn der bessere Weg? Wir sind jetzt hier. Können wir gleich rechts lang fahren? Dann machen wir mal die Karte, lassen wir mal auf. Rechts lang und an der nächsten Straße dann, wo wir sind, brauchen wir dann nur noch links hoch. Und dann können wir mal jede Menge Ferkel kaufen. Wollen wir mal gucken, wie viel das ergibt. So, das ist sehr schön. In unserer 4000 Liter Schaufel, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr so oft fahren, wenn wir Schweinefutter, getrocknetes Getreide nachkippen, das ist okay. So, ich schaffe mal nochmal kurz zu holen, auch mit den langen. So, rum. Und hier müssten wir gleich irgendwo hoch. Hier müssten wir jetzt, glaube ich, lang. Gucken wir nochmal auf eine große Karte. Sehr schön, und jetzt nur noch geradeaus. Durchdrehende Reifen, das ist nicht gut, da gucken wir mal. Ja, ist klar. Gut. Aus. Danke, dass du hergefunden hast. Dich können wir mal kurz... Dich brauchen wir ja gleich noch. Dich stellen wir mal kurz hier ab. So. Und weiter geht's. Zack, aus. Kabinenansicht und Vollgas. Ich bin gespannt, wie viel Ferkel reinpassen. 20, 30, vielleicht auch nur 18, das ist aber ein Riesending, ne? Ich glaube, wir können den sogar... Moment. V? Ne? X? Ne? Könnte man den nicht ausfahren? Das war, glaube ich, der andere. E? Gucken wir mal. Plane öffnen. N. Ja, doch. Genau, jetzt können wir ihn noch erweitern.
Zack. So, dann fahren wir mal. Ah, da hinten ist das schon. Das ist sehr schön. So. Und rauf auf dem Hof. Wow. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, sowas Großes hatten die ja noch nie. Das hört sich echt doof an, ne? So. Ferkel. 50 Stück passen rein, ne? Dann werden wir mal. 10.000, ja, können wir ein paar Ferkel können wir kaufen. Würde ich sagen, dann können wir auch gleich nochmal einen Curseplay-Kurs einfahren. Der startet hier. So. Kurs beginnen. Fahren wir auch lieber so, so dass man alles sieht. Genau. Jetzt dürfen wir gleich nur nicht die Einfahrt verpassen. Ist ja ein bisschen blöd. Und die ist hier vorne. Genau. 50. Und hier gibt es, glaube ich, keinen Verkehr. Also können wir ein bisschen ausscheren. Genau. Auf der Straße gibt es, glaube ich, keinen Verkehr. Und jetzt können wir geradeaus. Vollspeed. Und 10.000. Ja, da können wir doch mal 50 Schweine holen. 100 Schweine, 200. 200 kostet eins. Für 700 können wir 500 gewinnen. Gut, mit unserem Futter. Ja, machen wir trotzdem. Ein bisschen machen wir draus. Wir können auch die Schweine ja benutzen, um wieder die Mutterschweine aufzufüllen. Oder wir reichen. Oder 50 reichen auch erstmal. Aber wir haben jetzt den Hänger gemietet, ne? Ach, Eimer können wir noch. Können wir noch holen. Wenn man so denkt, aus einer Ladung verdreifachen, ja, kriegen wir 30.000 und ca. 35.000 vielleicht. 35.000. Ja. 10.000 Einsatz und 20.000, 25.000 Gewinn. So, jetzt müssen wir aber aufpassen. So. Und Ende. Speichern. Vieh. Händler. Hof. Sehr schön. So. Das gleiche machen wir nochmal gleich zurück. Aber das machen wir erst gleich. So. Oh, jetzt schwenken wir mal ein. Schafft das? Schafft das? Ja, klar. So, und rückwärts. So. Kann man den auch senken? Nee. Hier machen wir, glaube ich, ein Foto. Das sieht besser aus. Genau. So. Und erstes Foto. Cheese. Oh, die Karte muss weg. Machen wir nochmal. Karte weg. Cheese. Eins ein bisschen größer. Cheese. Ich hätte gerade fast den Aufnahmeknopf gedrückt, wisst ihr es? So. Abladen. Boah, 1000 Ferkel passen hier rein. Alter Falter. Abladen. 50 Tiere abladen. Sehr schön. So, dann werden wir die erstmal schnell versorgen, bevor wir nochmal vielleicht hochfahren. Und vielleicht machen wir es auch in der nächsten Folge. Also mal sehen, den können wir mal kurz hier parken. Du fährst noch fleißig, das ist sehr schön. So, jetzt kommst du dran. Nehmen wir, lassen wir uns mal ein bisschen ausscheren. Rum.
Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der das schafft. Ah, er geht ein bisschen hoch, aber zum Transportieren geht das. So, ach, ich würde das auch hier vorne auch noch aufheben. Das ist aber ist ja Schweinefutter. So. Die erste Ladung ist drin, sehr schön. Machen wir gleich die nächste. Zack, Rainer. Nächste Fuhre können wir ja mal in Innenansicht auffahren. Wir können auch jetzt schon in Innenansicht. So. Und zack, sehr schön. Und rum um die Kurve. So, und rein in unser getrocknetes. Entschuldigung. Rein in unser getrocknetes Getreide. Da liegt auch jede Menge, bestimmt noch 40.000 Liter oder so. Einmal rum. So. Dann müssten wir noch eine Ladung. Ach, das reicht eigentlich. Das reicht. Ich könnte mal nicht hier mal absetzen. Entschuldigung. So. Ich weiß gar nicht. Wir müssen gleich mal gucken. Welche von unseren Maschinen? Garage. Die kann das nicht. Ist das unsere? Die kann das bestimmt, ne? So, ja, genau, das ist die. Was braucht die an PS-Zahl? Welchen haben wir denn hier gerade? Welchen sind wir denn gerade? Das ist der 611er. Entschuldigung, 611er. Ich wurde 95 PS und 611er. Passt. So, dann müssen wir mal kurz so, zack. Ach, wir brauchen den doch. Ne, nochmal anders. Wir brauchen den jetzt nochmal. Ich glaube nicht, dass die voll war. Ein bisschen schräg drunter. Ja. So. Sehr schön, du kommst mal kurz mit. So. So, dich können wir mal kurz hier absetzen, dich brauchen wir gleich noch. Ah, der hat das ja auch dran, mit denen hätte ich das glaube ich auch machen können. Ach egal, dann holen wir mit denen die Maschine jetzt mal raus, mal gucken ob wir rankommen, unsere gute Seemaschine. Na klar. So. Ah, da ist sogar noch was drin, ne? Das ist sehr schön. Ich weiß gar nicht, hatte die eine Direktsaat? So. Auf jeden Fall, Moment. In senken. Jetzt gucke ich gerade ein bisschen verwirrt. So. Dann holen wir mal unser Saatgut. So, müssen wir auch wieder bestimmt fleißig produzieren. So, zack, raus. 4000 Liter. Uah. Hier haben wir noch ein schweres Gewicht, ne? So. Und voll, sehr schön.
Geht auch ohne Probleme, ne? So, dich können wir hier abstellen. Nein. Das stellen wir direkt davor ab. Oder auch nicht. Das lassen wir einfach mal dran. Das Gewicht. Aber wie viel PS hat der denn? Ich glaube, der hatte keine 95. Doch. 4. Ist das der? Können wir den doch sonst auch nehmen. So. Heben. Schließen. So, und dann fahren wir den schon mal an unser erstes Feld. Und hier werden wir dann auf jeden Fall Rasen sehen. Das könnten wir eigentlich hier schon mal machen. Vielleicht wächst das dann auch an. Das weiß ich nicht. Rasen ist drin. Senken. So, dann machen wir hier schon mal Rasen. Dass man nicht über die Saat fahren muss, was ich ja auch doof fand bisher. Deswegen machen wir hier mal so einen Grünstreifen Rasen. So. Hoch. Und fertig. So, dann haben wir die Aussaat schon hier vorbereitet für die nächste Folge. Da müssen wir noch ein Stück, müssen wir doch noch. Gut, geht doch nicht. So, heben. So. So, liebe Leute, ich sage euch danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Man weiß es nicht, ob es eine richtige Folge wird oder wir machen eine Special-Spezialfolge. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Auf Wiedersehen. Tschüss.